Ich habe letztens das Buch Miracle Morning gelesen und da geht es darum, wie man mit Hilfe von 6 Gewohnheiten sein Leben drastisch verändern kann. Und zwar ist die Idee dahinter, dass man um 5 Uhr morgens aufsteht, diese 6 Gewohnheiten praktiziert und dadurch sein Leben sehr verbessern kann. Und ich dachte anfangs, dass es vielleicht ganz cool wäre, das zu lesen, vielleicht so ein bisschen zu machen, aber ich dachte nicht, dass es mein Leben wirklich verändern wird. Das Video soll gar keine Werbung sein für dieses Buch oder so, sondern es geht eigentlich wirklich nur um dieses 5 Uhr morgens aufstehen, was mein Leben so verändert hat. Und heute gibt es mein kleines Update nach ungefähr 2-3 Monaten 5 Uhr morgens aufstehen und ich möchte euch heute mal meine Vorteile, Nachteile und vor allem auch Tipps für das 5 Uhr morgens aufstehen mitgeben. Viel Spaß beim Video! Ich muss ehrlich sagen, dass ich früher immer dachte, dass ich überhaupt kein Morgenmensch wäre, sondern eher ein Nachtmensch wäre, da ich so von meinem Umfeld mitbekommen habe oder so geredet bekommen habe, dass es gut ist, nachts zu arbeiten, ein bisschen nachts reinzuarbeiten, ein bisschen nachts reinzulernen und so weiter. Und deswegen dachte ich irgendwie, ich muss nachts arbeiten. Und daher war ich dann morgens überhaupt nicht motiviert, irgendwas zu machen. Ich war müde, ich hatte eine schlechte Laune morgens und dachte deswegen, dass ich überhaupt kein Morgenmensch wäre. Jetzt habe ich aber meinen Schlafrhythmus geändert, stehe um 5 Uhr morgens auf und schlafe dementsprechend auch um 21 Uhr abends. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mein Leben immer verändert, weil ich jetzt einfach einen geregelten Schlafrhythmus habe. Ich habe eine feste Einschlafzeit, eine feste Aufwachzeit und ich glaube, das ist auch so der Gamechanger hier. Ich habe es vorher nicht gewusst, weil ich vorher dachte, dass ich überhaupt kein Morgenmensch sei, aber ich habe gemerkt, ich bin ein Morgenmensch. Das heißt, wenn ich morgens um 5 Uhr aufstehe, bin ich so glücklich, weil ich von der Sonne aufwache, ich habe noch genug Energie, ich habe noch genug Willenskraft, irgendwas zu machen. Wenn ich es am Nachmittag mache, geht es mir gar nicht so. Also ich habe einfach gemerkt, wenn ich nach Hause komme, nach der Schule, kann ich nichts machen, nichts am Abend machen, weil ich mich einfach nicht so in der Lage dazu fühle, sondern morgens sehr mal Zeit. Ich bin morgens einfach motivierter und meine produktive Zeit ist wirklich von so 6 bis 9 Uhr morgens, würde ich sagen. Und ich glaube schon, dass es nicht für jeden hilfreich sein kann, um 5 Uhr morgens aufzustehen, wenn du halt wirklich kein Morgenmensch bist. Wenn du einfach ein Mensch bist, der vielleicht abends produktiver sein kann, dann ist es halt so. Und ich glaube, das Wichtige ist einfach herauszufinden, was ist deine produktive Zeit. Also vielleicht ist es für dich dann gar nicht morgens und das wäre auch vollkommen okay, wenn du vielleicht abends eher produktiv sein kannst. Aber mein Tipp an euch wäre hier auf jeden Fall wirklich auszuprobieren und auszuexperimentieren und herumzuexperimentieren, weil ich, wie gesagt, früher auch dachte, ich wäre kein Morgenmensch, was sich ja jetzt als falsch bewiesen hat. Und gerade in den Sommerferien, also ich habe gerade schon Sommerferien, ich glaube viele von euch noch nicht, aber falls ihr bald Sommerferien habt, ist es da die perfekte Möglichkeit, mal auszuprobieren, was für ein Mensch du eigentlich bist. Also kannst du morgens aufstehen, nachmittags, abends. Also wäre vielleicht ein kleines Sommerprojekt für dich, mal herauszufinden, an welcher Zeit du am meisten produktiv sein kannst. Denn ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das um 5 Uhr morgens aufstehen ist, was mein Leben so verändert hat, sondern eher einen geregelten Schlafrhythmus zu haben. Denn ich habe jetzt diese Routine, dass ich weiß, okay, ich schlafe jeden Abend um 21 Uhr und wache jeden Morgen um 5 Uhr morgens auf. Mein Körper ist so eingestellt, ich habe diese Routine und das hilft mir einfach sehr, einen besseren Tag zu haben. Und deswegen glaube ich, dass das eher das ist, was mein Leben so verändert hat und nicht unbedingt das um 5 Uhr morgens aufstehen. Und gleichzeitig ist aber genau das auch mein größtes Problem beim Frühaufstehen. Ich bin eine Person, die ungefähr so 7 bis 9 Stunden Schlaf braucht. Manchmal geht es auch mit 6 Stunden, aber meistens brauche ich schon so ungefähr 8 Stunden Schlaf. Und das heißt, ich muss wirklich um 21 Uhr abends schlafen, um dann um 5 Uhr morgens aufzustehen. Und das ist, glaube ich, so meine größte Hürde, mein größtes Problem momentan, was das Ganze angeht. Denn es ist einfach super, super schwierig, früh schlafen zu gehen. Vor allem jetzt im Sommer, wenn es halt abends noch so hell ist und es meistens erst um 23 Uhr oder so dunkel wird. Dann ist es einfach schwierig, im Bett zu liegen um 21 Uhr und versuchen zu schlafen. Das ist super schwierig. Und ich glaube auch ganz ehrlich, dass die Challenge am Frühaufstehen nicht das Frühaufstehen ist, sondern eher das frühe Schlafen gehen. Und deswegen dachte ich mir, dass ich heute nicht Tipps fürs Frühaufstehen mit euch teile, sondern Tipps fürs Frühschlafen gehen. Was ist denn das hier? Warum habe ich hier so eine Strähne? So, ich mache mir jetzt einen Zopf. Zum Glück bin ich keine Fashion-Beauty-YouTuberin. So, okay, jetzt machen wir weiter. Also, falls dir das Video ein bisschen gefallen hat, kannst du meinen Kanal schon mal sehr, sehr gerne kostenlos abonnieren, um an unsere Community zu kommen. Und auch sehr gerne diesem Video einen Daumen nach oben geben oder einen Kommentar schreiben. Und jetzt kommen wir mal zu den ganzen Tipps. Was für mich persönlich das größte Problem abends ist, ist wirklich leider mein Handy. Also meine größte Sünde abends ist, dass ich einfach noch zu lange auf TikTok und Instagram rumscrolle. Und wenn ich dazu sage, klingt es vielleicht ein bisschen komisch zu sagen, oh mein Gott, ich kann nicht früh aufstehen, früh schlafen gehen, weil ich zu lange bei Instagram rumscrolle. Das klingt irgendwie so dumm, weil es eigentlich so eine leichte Entscheidung ist, das wegzulegen, mein Handy einfach. Aber im Moment ist es irgendwie so schwierig und ich glaube, ihr kennt das alle auch, dass man bei TikTok so gefangen ist, dieser For You-Page immer weiter zu scrollen. Und deswegen ist wirklich mein Tipp, legt euer Handy weg. Und was mir dann sehr geholfen hat, ist wirklich mein Handy nicht um 21 Uhr wegzulegen, sondern mein Handy wirklich schon um 20 Uhr wegzulegen. Also schon eine Stunde, bevor ich überhaupt schlafen gehen möchte. Stattdessen kann man eine Aktivität machen, die einen runterfährt, wie beispielsweise lesen, meditieren, Tagebuch schreiben,
schreiben oder sowas halt. Ich persönlich habe ja einen Accountability Buddy, wozu ich auch schon mal hier ein Video gemacht habe. Und ich schreibe ihm jeden Abend, was ich an dem Tag so gemacht habe, wie es mir so geht und sowas alles. Und dazu muss ich natürlich auch mal schreiben und das mache ich meistens um 20 Uhr abends und schreibe dann eine Nachricht und mache das so ungefähr bis 20.20 Uhr oder so, 20.30 Uhr und dann lege ich mein Handy weg und versuche etwas zu lesen. Das wäre so in meiner idealen Welt, meine ideale Routine, was nicht immer so funktioniert, aber das wäre so, ja, mein Idealzustand, was das angeht. Der zweite Tipp ist, eine richtige Abendroutine zu haben. Eine Geschichte, die meine Mutter mir mal erzählt, ist die folgende. Und zwar bin ich eine Person, die schon immer Routine hatte und ich hatte als kleines Kind, oder jetzt denke ich immer noch, aber ich hatte immer die Routine, dass ich was gegessen habe und zu Hause Zähne geputzt habe und dann ins Bett gegangen bin. Also diese Reihenfolge, es musste immer sein, jeden Abend musste ich diese Routine so haben. Und einmal waren wir bei meiner Oma zu essen und haben nur noch Abendbrot gegessen und dann wieder nach Hause gefahren und dann habe ich so meine Mutter gefragt am Abend, Mama, wann essen wir jetzt eigentlich Abendbrot? Und meine Mutter meinte dann so, wir haben doch gerade bei Oma Abend gegessen und irgendwie brauche ich trotzdem diese Routine, abends noch was zu Hause zu essen, dann Zähne zu putzen und dann ins Bett zu gehen. Also ich brauchte irgendwie immer diese Routine, um dann wirklich schlafen zu gehen. Und das zeigt mir auch wieder mal, wie sehr Routine mir helfen können, mich zum Beispiel auf das Schlafen vorzubereiten. Also wenn du zum Beispiel diese eine Gewohnheit hast, ich muss immer Abendessen und dann kann ich erst ins Bett gehen. Oder irgendwie sowas wie, jedes Mal, wenn ich etwas lese, gehe ich ins Bett. Wenn du dein Gehirn dann so programmierst, würde es für dich viel einfacher sein, dann auch richtig zu schlafen und sofort vor allem zu schlafen. Der nächste Tipp ist, abends den Kopf frei zu kriegen. Beispielsweise, wenn du Tagebuch schreibst oder so Journals oder auch eine Accountability Buddy hast, die du dann schreiben kannst. Als ich noch kleiner war, so in der Grundschule oder so, war ich eine Person, die sehr, sehr lange wach gelegen hat abends und meistens wirklich so 2 Stunden gebraucht hat, bis sie eingeschlafen ist. Mittlerweile kann ich innerhalb von 10 Minuten einschlafen, was ich wirklich sehr gut finde, wofür ich auch sehr dankbar bin. Und das mache ich halt vor allem dadurch, dass ich halt wirklich abends versuche, meinen Kopf aktiv frei zu kriegen. Sei es jetzt mit Tagebuch schreiben, mit Accountability, weil die halt immer irgendwas reden, spazieren gehen oder halt solche Aktivitäten. Und der vierte und wichtigste Punkt ist auch, einen geregelten Schlafrhythmus zu haben. Also hab wirklich eine Zeit, zu der du jeden Abend ins Bett gehst und zu jeder Zeit morgen, nein, an jedem Tag morgen aufstehst. Weil ich merke jetzt richtig, ich kann morgens mittlerweile nicht mehr länger schlafen als spätestens 7 Uhr, auch in den Ferien, auch an den Wochenenden und so weiter, weil mein Körper jetzt schon so programmiert ist, immer früh aufzustehen. Und mittlerweile werde ich auch schon so um 21 Uhr mal müde, weil mein Körper weiß, okay, jetzt ist Schlafenszeit. Vielleicht fragst du dich jetzt noch, ob ich auch in den Ferien um 5 Uhr morgens aufstehe oder auch am Wochenende um 5 Uhr morgens aufstehe. Und dazu würde ich dir mal sehr meine neue Podcast-Folge empfehlen, denn ich habe einen Podcast namens Gut Genug und dort kann man eine Podcast-Folge online zu dem Thema um 5 Uhr morgens aufstehen. Wer hätte es gedacht? Und da habe ich aber nochmal meine persönlichen Erfahrungen zu dem Thema geredet. Hier ging es ja heute eher so um Tipps, aber da jetzt wirklich um meine persönlichen Erfahrungen, Vorteile, Nachteile, die ich jetzt persönlich erfahren habe. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Generell wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und dann hoffentlich bis sehr, sehr bald mal wieder. Bis dann. Tschüss.